Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. In der letzten Folge haben wir für Soltan ein paar Aufgaben erledigt. Und jetzt möchte ich eigentlich ganz gerne mal zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Um dort nochmal mit Soltan Gewinn zu spielen, weil da gab es letztens die Funktion, dass wir das machen könnten. Oh. Was denn nun? Geralt von Riva? Hexer? Weißer Wolf nennen sie dich? Ja. Du wirst der Verletzung religiöser Gefühle beschuldigt. Wir haben den Befehl, dich zu einer Befragung mitzunehmen. Gib uns deine Waffen. Nur über meine Leiche. Nur über meine Leiche. Ich hab dir gesagt, dass er sich nicht täuschen lässt. Auf dich warten Prügel. Das macht die Herausforderung größer. Erinnerst du dich an den Prediger? Der von Hexen und Hexern gesprochen hat? Ein Mann, den du vor Gott beleidigt hast? Er hat uns gebeten, dir ein Sakrament zu erteilen. Ja, das Sterbesakrament! Ah, ja. Ihr natürlich auch. Oh, erstes Down. Willst du lieber noch flüchten? Noch hast du die Chance. Anscheinend nicht. Was für ein Idiot. Hilfe, rette mich. Ich sterbe an Armut. Nun dann. Aber das war der, der uns so blöd angesprochen hat und wir gesagt haben, kannst du das auch ins Gesicht von uns sagen? Der war das sicherlich. Der hier stand auf diesen, ich würde mal sagen, keine Ahnung, Kiste? Ich glaube, auf den war das. Da hat er das gesagt. Oh, warte mal. Ich glaube, wir sind falsch gegangen, ne? Genau. Was für ein Pech. Sieh an. Ich glaube, hier lang müssen wir. Ein Kopper? Oder zwei? Nun denn, ab zum Thymian. Und Rosmarin. Soltan, ich bin zu Hause, mehr oder minder. Wenn ich sehe, willst du das wirklich? Mit langen Ohren und verwässerten Beinen verscherbeln? Ich kann nicht bestimmen, was ich erbe. Du kannst aber bestimmen, was du damit anfängst. Ich weiß. Darum erwäge ich ja. Immer erwägst du. Entweder dieses oder jenes. Sag mir Bescheid, wenn du dich endlich entschieden hast. Soltan, wo stehst du? Ach, da. Soltan? Geralt? Ich würde gegen Gwent gerne gegen dich spielen. Eine Partie Gwent? Da sage ich nicht nein. Cool. Dann spielen wir. Spielen wir. Ich spiele immer noch Nördliche Königreich, aber demnächst können wir mal anfangen, das andere, weil wir haben mittlerweile genug Karten, dass wir auch andere Decks aufbauen könnten, so langsam zumindest. Er spielt Skojatel, okay. Das oder diese Herausforderung nehme ich an. Einmal die weg. Das war eine gute Idee. Und dann die weg. Naja, das war nicht so gut. Aber okay. Lässt sich mitarbeiten. Nun denn. Er holt natürlich jetzt seine ganzen Gefolgschaften hierher, die aber alle nur einen Schaden machen. Das ist also nicht viel. Nun denn. Oh, er hat Geralt von Riva. Die Karte brauchen wir auch noch. Unbedingt. Aber da kann ich gegenhalten mit Cirilla. Böse, 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 würde ich sagen. Aber nicht zu vermeiden. Scheiße, er hatte Verbrennkarte gehabt, sehe ich gerade.
Das ist natürlich nicht gut. Dann würde ich sagen, gebe ich die Runde ab. Er hat sowieso jetzt nur noch 4 Karten, also von daher viel machen kann er damit auch nicht, aber mit unseren natürlich auch nicht. Also wir müssen ein bisschen vorsichtig mit agieren. Ach du Scheiße. Das kann schwer werden, aber es wäre möglich. Nun denn. So, wenn ich jetzt die lege noch, habe ich prinzipiell gewonnen, die Runde. Ich habe aber jetzt keine Karte für die nächste Runde mehr, so dass ich sagen kann, ich habe, ne? Alter, das wird eng. Sultan ist nicht zu unterschätzen, würde ich sagen. Zumindest wird es echt eng. Na dann. Okay, jetzt lege ich die Karte hier. Und ich hoffe nicht, dass er jetzt noch eine andere Karte hat. Oh Gott, wir haben verloren. Wir haben verloren. Wir können die Runde aufgeben. Ach, Geralt, Geralt. Komm auf eine Revanche vorbei. Wir müssen an deinen Gwindkünsten feilen. Ja, ich weiß, Sultan. Was ist schrecklich. Sultan, Geralt? Gwind. Noch einmal, bitte. Spät. Und zwar nördliche Königreich nochmal. Die Karte, die wir eben hatten, die das Blatt auf der Hand, war nicht optimal. So, das kann zurückgenommen werden und das eigentlich auch nochmal. Okay. Auch nicht perfekt, aber damit lässt sich ein bisschen mehr anstellen als letzte Mal. Nun denn. Er holt natürlich auch gleich wieder so eine Heldenkarte raus. Dann mache ich das aber auch, Kollege. Der holt böse auf mit seinen Punkten. Aber nicht zu verachten. Immerhin. Eine Heilerkarte, okay. Ach nee, das ist keine Heilerkarte, das ist eine Buffkarte, ne? Mehr Leben, mehr Dings. Okay. Natürlich nicht gut. Aber naja. Was soll man machen, ne? So, mein Gegner passt, ich somit auch. Warte mal. Wenn ich jetzt die eine Karte da wiederhole, ne, die da, dann haben wir wenigstens auch was erreicht. So. Kann ich die Runde immer noch abgeben. Oh, ich ziehe natürlich einen Spion, das ist gut. Das ist schon fast perfekt, würde ich meinen. Nochmal 2 Karten gezogen und eine dabei ist richtig gut. Nun denn, dann kann ich das aber auch machen, dass ich hier einen wiederhole, wenn du da schon dabei bist. Warum nicht, ne? Und zwar den da. Dieses Goya-Tel-Deck, das steckt so viele Heiler. Das ist unerhört. Aber nun ja, so ist es nun mal. Okay, mein Gegner passt. Ich habe somit eigentlich auch schon gewonnen. Ja, dann würde ich sagen, war's das, Sultan, für dich. Mal gucken, was für eine Karte wir kriegen. Da bin ich ja jetzt auch mal wieder gespannt drauf. Ich hab wohl gewonnen. Verdammter Schock angesichts deines Anfängerblatts. Hier, nimm diese Karte. Du brauchst sie.
Du solltest dringend deine fürchterliche Sammlung verbessern. Du brauchst mir keine Schande zu machen. Ich hab ja Rittersporn. Vielleicht kannst du deinem Freund Roche was aus den Rippen leiern. Der hat angeblich gute Karten. Ach, mit Roche können wir auch spielen. Alte Freunde. Besiege Vernon Roche und nehmen ihnen eine einzigartige Karte ab. Essine! Yay! Ich würde sagen, wir machen uns erstmal wieder auf Gwint-Kartensuche, wa? Bevor wir vielleicht da eine Karte vergessen oder so. Essine war eine richtig gute Scoia'tael-Karte und zwar die da. Eine 10er Bogenschütze-Karte. Und wisst ihr was? Ich hab mal jetzt richtig Bock. So, zwei davon. Zwei davon. Ich stelle mir jetzt das Scoia'tael-Deck zusammen. Womit ich dann mal mit dem Scoia'tael-Deck ein bisschen spielen möchte. Mal gucken, ob das was bringt. So, die auch. Genauso wie die und die auch. Natürlich hier die auch, die alle entschieden werden können, wie die gespielt werden. Die auch. Zack, zack, zack. So. Davon auch jeweils eine Karte. Und drei Heiler drin. Zack. So, das sollte reichen. Wir können dann mal mit dem Scoia'tael-Deck spielen. Das machen wir auch als nächstes bei Roche. Ich weiß zwar nicht, ob wir gewinnen. Auch Geld, wie? Aber wir können es einfach mal probieren. Warum denn nicht, ne? Ich bin alles so leid. So, Roche. Ich komme mal auf dich zu, dass wir mal Gwint spielen. Ich brauche ja soweit gar nicht hier reisen. Mit dem Schild geht das ja relativ schnell, dass wir dorthin reisen können mit Schnellreise, ne? Hexer können nicht die Pocken kriegen, oder? Ich glaube nicht. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. So, Roche, ich komme, um dich herauszufordern. Wenn das alles vorbei ist, mache ich in Vysima ein Bordell auf. Geralt von Riva. Gesund und munter. Jawohl. Lust auf eine Partie Gwint? Spielst du Gwint, Roche? Ja, aber ich habe hier keine Gegner. Wenn du ein Blatt hast, hol's raus. Spiel mir. Viel Glück. So, ich spiele mit dem Scoia'tael-Deck mal. Und zwar möchte ich mir aber vorher angucken, was die Anführerin denn so kann. Durchsuche deinen Nachtziehstapel nach klirrende Kälte und spiele die Karte sofort aus. Nein. Zieh zu Beginn der Schlacht eine Extra-Karte. Klingt schon mal gut. Verdoppel die Stärke deiner Fernkampfeinheiten, sofern keine Horn des Kommandanten in der Reihe liegt. Das klingt auch gut. Zerstöre die stärkste Nahkampfkarte des Gegners, wenn die Gesamtstärke seiner Nahkampfkarten mindestens 10 beträgt. Da würde ich sagen, lege ich die mal an, oder? Die könnte Gold wert sein. So, und dann starten wir mal das Spiel. Der Fraktionsvorteil des Scoia'tael lässt dich entscheiden, wer das Spiel beginnt. Ich möchte beginnen. Aber das ist ja auch nochmal ganz cool, ne? Dass ich entscheiden kann, wer beginnt. Das ist natürlich cool. Also das Deck hier gefällt mir schon von vornherein relativ gut. Ich würde sagen, Söldner packen wir mal weg. Das ist auch okay. Und er hat viele Nahkämpfer wahrscheinlich. Dann packen wir die auch mal weg. Wunderbar. So, und mit dem Deck müssen wir jetzt auskommen erstmal ein bisschen. Ob das was wird, weiß ich nicht. Wir müssen es ausprobieren. Ich fange mal an mit dem hier. Gefällt mir jetzt schon. Katapult, okay. Naja, warum nicht, ne? Manchmal ist das so. Ja, ich würde sagen, eine von den Sorten rufe ich noch. Zack. Und dann sollte das auch für diese Runde reichen. Oh, mein Gegner passt. Das ist natürlich blöd. Dann rufe ich hier mal Vesemir zurück. Und gebe auch die Runde ab. Habe somit die erste gewonnen. Okay. So, dann Vesemir.
Ich spiele meine Heilerin. Und hole damit hier so einen Hafka-Unterstützer her. Bringt zwar auch nicht viel, aber warum nicht? So, dann kommt der hier noch bei. Ist auch nicht schlecht, aber ist halt auch nur eine Verstärkungskarte. Die heilt jetzt nicht unbedingt. Die holt jetzt keinen wieder, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. So. Dann würde ich sagen, mache ich da die Karte noch bei und dann wird die verstärkt. Und jetzt können wir eh nicht mehr viel machen. Außer eventuell spiele meine Fraktionskarte und gibt auch nochmal ein paar Punkte bei der bei den Elfen. Okay, die Runde verlieren wir, wie ich sehe. Ja, ich habe somit verloren, okay. Komm doch mal wieder auf eine. Das machen wir, und zwar in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bis dahin. Und tschüss.